So ihr Lieben, moin moin, ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir gehen gleich rein, oder? Die weltbesten Idioten für euch, ein Ready-Spezial. Und ich würde sagen, los geht's. Boah, mit der Motorhaube sehr schön abgebremst, sehr schön abgebremst. Motorbremse hat da eine ganz andere Bedeutung. Okay, warte mal. Wenn das Seil sein soll oder die Halterung sein soll, dass das Ding jetzt nicht gleich hier runterkullert, warum ist die so lasch? Du Scheiße. Ich wollte wohl ein cooles Video machen. Mit den Zauberwürfeln und ja, cool. So. Was für ein Albtraum. Was für ein Albtraum. Motorhaube. Da kraut es mir auch immer vor, wenn du auf der Autobahn bist oder so weiter und die Motorhaube nicht. Oh, das ist, was passiert denn da? Also Gott sei Dank, mir ist noch nicht passiert, aber es klappt hoch und Halleluja. Ah. Oh, der ist sauer. Der ist sauer. Oh, das sieht mir nach privat aus. Gott. Ich verstehe auch die Leute nicht, die ja am Rand so stehen. Ich verstehe nicht, dass das erlaubt ist. Weil das kann richtig, richtig gefährlich werden, wenn die Karren ausbrechen, die Büchsen ausbrechen. Oder halt einfach so gegen Baum fahren. Oh mein Gott. Ungebremst voll dagegen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Ja. Boah. Das ist, wenn ATU sagt, nach dem Radwechsel bitte nach 80 oder 100 Kilometern bitte das Rad nochmal nachziehen. Wer das nicht macht, wer das ignoriert, passiert genau so was. Oh, das meine ich. Das meine ich. Guck mal, wie arschgefährlich das ist. Warum stehen da die Leute? Da, wieder Reifen weg. Ach du Scheiße, und das ist ja, oh, der Pfeffer da lang, ey. Eieiei. Ganz ehrlich, Seifenkistenrennen ist wohl das Gefährlichste, was du machen kannst. Ja, so knuffig, wie das immer so die Idee auch ist. Zimmerst dir da so eine kleine Seifenkiste und dann Berg runter, jalla. Finde ich mega gefährlich. Richtig gefährlich. Oh, wie peinlich. Ich glaube, die beiden haben ja irgendwas auszudiskutieren. Natürlich, Publikum feiert das natürlich voll ab. Ja, genau deswegen kommen die ja. Ja. Und wir natürlich müssen so dicht dran stehen, wie es nur geht. Am besten auf der Fahrbahn drauf. Mann, guck dir das an, wie die hier alle stehen. Und die kommen hier runtergebrettert mit... Okay, mit Bobby Cars. Okay, alles klar. Aber guck... Da will mich auch keine 10 Pferde runterkriegen. Wieder Motorhaube. Das ist doch kein Rallye-Fahrzeug. Geschenkt. Oh, jetzt aber raus. Oh. Habt ihr gesehen? Im Innenbereich sogar. Mmh.
selber Pech. Ich würde niemals mit meiner privaten Karre dahin fahren, wo noch andere so durchgeknallte sind, die da einfach ohne Sinn und Verstand rumrasen, einfach keine Profis sind, und ich würde doch niemals privat mit meinem privaten Auto da, ey, alter Schwede. Niemals. War das, glaube ich, Nürburgring. Gott, wisst schon. Nürburgring war das, ne? Keine Ahnung, würde ich niemals machen. Niemals. Lieber so ein schönes ADAC-Sicherheitstraining. Geil, mit einer Drohne. Ah, geile Bilder. Boah. Oh no. Hier, Seitenkiste. Mega gefährlich. Wolltest du? Oder bleibst du stehen? Sieht aus, ob jetzt gerade ein Fahrsteller vor mir da drin sitzt. Schön langsam Kupplung kommen lassen. Und schön, whoop, schön vorsichtig los. Wow! Da fällt das Rad ab und er, und das Rad, durch das Rad katapultiert er sich nach oben. Und hätte er auf den ATU-Mitarbeiter gehört, nach 100 Kilometer bitte nochmal nachziehen, das Rad. Hätte er mal drauf gehört. Eieiei. Ja, er schafft es noch ins Ziel. Er hat es noch geschafft. Er hat es noch geschafft. Ah. Das wollen die Leute sehen. Wow. Kriegen die Bauern da nicht eine E-Mail oder irgend so ein Zettelchen im Briefkasten, wo drin steht, mal bitte heute nichts machen. Wir haben hier eine Rallye-Veranstaltung. Bleibt mal zu Hause. Weil das Ding ist jetzt, das war seine Runde. Das war sie. Da zählt er wirklich jede Millisekunde. Und wenn er jetzt hier anhalten, das war's. Das ist raus. Das ist raus. Er auch. Er ist auch raus. Also cool wäre gewesen, wenn jetzt rutscht, zack, und hier weiter. Wupp. Aber gut, rasennass. Oh, wie peinlich. Oh, da wollte man ein bisschen rumprollen und ach nein. Nein, nein, nein. Das scheint aber noch okay zu sein, oder? Hier auch wieder. Warum stehen die Leute hier? Warum? Die kommen hier angepfeffert. Warum stehen hier? Ich würde mich doch da niemals hinstellen. Genau deswegen. Genau deswegen. Ah, geil. Seitenkistenrennen. Okay, sie werden geschoben. Einer sitzt drinnen und der andere, also wie so ein Kinderwagen. Okay. Selbst da passiert Kambolagen oder was? Oh nein. Hat er jetzt einen Stein richtig schön, wo es richtig wehtut, abgekriegt, ja? Ich meine mal, gelernt zu haben, wenn es sich überschlägt, sofort Hände weg. Am besten so machen, war die Hände. Ne? Weg von Lenkrad. Am besten gleich so irgendwie. Habe ich mal gehört. Aber scheint alles gut zu sein. Super. Und wieder stehen hier alle. Die stehen hier alle rum. What? Das war ein Stein, ja? Steinschlag? Aber ging der durch? Ach du Schreck. Das geht beim Smart? Ja, das geht? Okay. Ich dachte, die haben so einen Föhnmotor noch drinne.
Das ist auch so ein Ding, da würde ich nie mitmachen. Das ist so ein Ding, da würde ich nie mitmachen. Das ist ja, weiß nicht. Ah, nee, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich zu viel Schiss. Tja, mein Freund. Satz mit X, das war aber nix. Da wollten wir ein bisschen angeben, wa? Aquaplaning. Sehr schön, auch das mal so zu sehen. Ja, keine Kontrolle mehr. Und weg. Hier, genau dasselbe. Warum bringe ich mich so dermaßen in Gefahr und ständig... Guck mal. Wow. Wow. Okay, kriegt er die Karre? Kriegt er. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. 80 Kilometer, bitte nachziehen. Oh, sehr synchron. Haben sie gut einstudiert? Öffentliche Straße. Toll. Karma is a bitch. Hier haben wir es wieder. Seifenkistenrennen. Einer der gefährlichsten Dinger überhaupt. Oh mein Gott. Ja. Und der nächste. Wieso fahre ich mit so einer kleinen Kiste Rallye? Guck doch mal, wenn ich irgendwo gegenfahre, der sitzt. Die Füße sind hier irgendwo. Das ist doch. Die Karre hat doch keine Knautschzone, ja nichts. Wieso? Oh Mann. So, ihr Lieben, das war es wieder gewesen, die weltbesten Idioten mit so einem kleinen Rallye-Spezial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst mal einen netten Kommentar da. Und wenn es noch nicht passiert ist, oh, dann bitte jetzt sofort abonnieren. Ich bin raus, wir sehen uns wieder zeitnah. Dankeschön. Tschüss.